Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Ich habe mal wieder Bock, eine kleine gute Sache zu tun und deswegen werde ich jetzt drei kleinen Streamern jeweils 100 Euro spenden. Warum ich nicht mehr spende, Leute, ihr wisst, es ist Januar gewesen, Para ist Jock, ich habe keine Kohle, deswegen kann ich jetzt nicht jedem 500 Euro spenden. Im Dezember wird das sicherlich wieder anders aussehen. Ja. Leute, wir werden uns natürlich kleine Call of Duty Streamer suchen, weil wir hier mit diesem Kanal ja Call of Duty unterstützen wollen. Und deswegen gucken wir jetzt auch mal gemeinsam, wer das so live ist, wer das so online ist. Wir werden uns wieder kleine Streamer raussuchen, für die so eine 100 Euro Donation jetzt, sage ich jetzt mal, nicht häufig vorkommt. Das wird natürlich für die total cool sein. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Let's go. Ich glaube, man deppt nicht mehr seit 2016, aber scheiß drauf. So, wo haben wir denn Call of Duty? Oh oh, das sieht nicht gut aus. Call of Duty. Ah, hier. Super. In der siebten Zeile. Perfekt. Das ist gleichzeitig lustig und traurig, aber es gibt irgendwie nur noch kleine Streamer in Call of Duty. Die meisten großen Streamer sind halt Fortnite-Streamer. Deswegen müssen wir mal ein bisschen schauen, ob wir da was Vernünftiges rausfinden. Ich find's echt krass, muss ich sagen, dass so viele Leute Blackout streamen. Und Leute, ihr könnt euch darauf freuen, dass ich nächstes Wochenende auf jeden Fall ein Blackout-Video bringen werde. Ich mache jetzt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, immer zwei Videos die Woche. Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr morgens. Ich habe dann auch Bock, besondere Sachen zu machen. So ein Video hier finde ich sehr besonders, zum Beispiel Leuten einfach Geld zu spenden und denen eine kleine Freude zu machen. Das Video von gestern fand ich auch besonders, weil ich gucke mal darüber, weil Scoops da. Scoops, was machst du da? Scoops? Digga. Ja, was machst du denn da? Wenn ihr wisst, wer mich jetzt gerade anschaut, er liegt da so. Weil er hier unten auf seinem Körbchen rumliegt. Er hat auf den Teppich vorhin gepisst. Ah, den haben wir letztes Mal donated, hier Tryhards 4. Der hat leider Pech gehabt heute, der ist leider heute nicht dabei, weil ich will jetzt nicht den gleichen Leuten was geben. Aber es ist witzig, dass ich ihn jetzt auch gerade zufällig online sehe. So, ich habe hier einen OG, der sogar Multiplayer bringt, der heißt Hey It's Sweaty. Hey It's Sweaty passt natürlich ganz gut so zu meiner Geschichte auf YouTube, ihr wisst, Sweat for my life und so. Und der Typ scheint auch ganz gut zu sein, also der hat hier auf Nuketown zumindest, okay, er hat immerhin 54 Kills durchschnittlich und so. Ich gucke mir das gerade so ein bisschen nebenbei an. Okay, das heißt, wir haben gerade, er hat 6 Zuschauer. Ich hock mich jetzt einfach ins Fenster. Spaß. Okay, hätte er nicht Spaß gesagt, dann hätte ich doch nicht donated. So, jetzt müssen wir uns einen coolen Text überlegen. Was können wir denn da hinschreiben? So, Leute, ich schreibe ihm viel Erfolg noch im Stream. Beste Grüße, Marcel. So, donate. Zack. Okay, die Donation ist raus. 100 Euro. Ich habe geschrieben, viel Erfolg im Stream. Beste Grüße, Marcel. 100 Euro hat er noch nie bekommen. So, jetzt kommt's. 114 Dollar. Oh, er kriegt das in Dollarn angezeigt. Was soll ich tun? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ey, er hat mir jetzt wirklich der echte Marcel Scorpion hier Geld donated. Ja, er freut sich. Nice, kein Witz. What the fuck, Alter. Das sieht alles so schnell aus, weil der FOV bei 120 ist. Ah, das war's doch schon dann. Das war's komplett. Nein, Spaß. Alter, hat mir jetzt wirklich der echte Marcel Scorpion hier Geld donated. Alter, Marcel Scorpion, Mann. Guter Mann, Digga. Digga, er ist ja irgendwie auf Drogen oder so. Ich hab dich bei YouTube schon lange abonniert, Digga. Digga, er wirkt irgendwie so ein bisschen, als ob er voll drauf wäre. What the fuck, Alter? What the fuck? Ich liebe es, das zündet so langsam. So erst kann er es nicht glauben, dann wird's immer so, oh mein Gott, und dann so, Digga. Jetzt muss er liefern, ja. Jetzt zeig mal, wenn er jetzt einen Kill macht, nochmal einen Zehner hinterher. Okay, da kriegt er den Zehner für den Nahkampfkill. So. Richtig dufte. Er findet's dufte. Legende. Okay, ich habe jetzt nochmal einen 10er nachgeschoben für den Nahkampfkill. Ich hoffe, dass er sich darüber freut. 11 US-Dollar sind das. Was stirbst du nicht, Brudi? Der Euro-Dollar-Kurs ist auch nicht mehr das, was er mal war im Übrigen. Fällt mir dann so während des Videos auf. So, da kommen nochmal die 10. Yeah. What's poppin'? What the fuck, Alter? Streamst du gerade? Nee, ich stream nicht. Ich nehme auf. Ja. Yeah. Jetzt komme ich in so ein fancy YouTube-Video. Ja! Das hast du richtig erkannt. Er wurde so geraped. Schön, hast du einen Headglitch runtergeholt. Der wirkte erst so voll unemotional und dann ist er immer weiter aufgeblüht, hat sich voll gefreut. Ich würde sagen, da haben wir die Mission schon mal gut erfüllt. Der hat sogar jetzt 110 bekommen. Ne? Also ich würde sagen, der wird sich auf jeden Fall darüber gefreut haben. Während er hier auch den einen oder anderen, ich will nicht sagen, lecker Schmecker Kill macht im Hintergrund. Aber der ist auf jeden Fall kein schlechter Spieler. Ich finde die PC-Grafik halt voll geil, aber als Konsolenspieler ist sie natürlich voll gewöhnungsbedürftig. Und da war es gerade komplett für ihn. Ich würde sagen, wir suchen uns den nächsten raus. Let's go. Das Lustige ist, es könnten auch Leute sein, die mich schon mal so unnormal in irgendeiner Form beleidigt haben. Und ich weiß es einfach nicht. Und ich so, ey, gönn dir das Geld. So, wisst ihr, was ich meine? Okay, jetzt haben wir hier den Milo. Spielt Blackout. Milo hat 15 Zuschauer. Ich glaube, der ist voll nett. Der kriegt auf jeden Fall. Der kriegt. Auf den Containern sind welche, Mann.
Ja, der kriegt safe und den finde ich sympathisch. So. Beste Grüße, Marcello. Okay. Pay to the Paul. 100 Euro gehen an Milo, einfach weil er nett gewirkt hat und ich einfach Bock habe, so ein paar kleine Streamer zu unterstützen, weil sowas gibt natürlich auch Motivation, hoffe ich zumindest. Ich muss mich erneut bei PayPal einloggen, danke dafür. Ich habe es ja jetzt nicht schon viermal gemacht. Ich frage mich, was Scoops denkt, mit wem ich gerade rede, weil er sieht, hier ist kein anderer Mensch. Er liegt am Fenster. Oh Gott, du bist so süß. Komm mal her, komm mal her. Komm, wir sagen den Leuten mal kurz Hallo, komm mal her. Guck, Leute. Wir waren doch gerade draußen. Du bist ganz nass, ne? Ja. Okay. Kann ich mich jetzt bitte einloggen? Und die Donation ist raus. Die Donation ist raus. Es wird ihn so überraschen. Er wird so überrascht sein. Safe call. So, jetzt sieht er's. Marcel Scorpion haut 100 Euro raus, Digga. Aber ist doch nicht der echte Marcel Scorpion, oder? Doch, in dem Fall tatsächlich. Das glaube ich jetzt nicht, Digga. Ich schreibe, ich glaub's auch nicht in den Chat. Ich glaub's echt, auch echt, nicht. Leute, aus mal alle Herzen. So. Vielen, vielen Dank für 100 Euro. Ich glaub's selber nicht, Alter. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Was? Ja, du musst schon sagen, ob du jetzt echt der echte bist. Ja, ich hab noch in den Chat geschrieben, Bruder. Scoops und ich wollen dir das donaten. Es ist der echte, Digga. Vielen, vielen Dank für deinen. Digga, 100 Euro, Mann. Was soll ich sagen, ja? Das. Vielen, vielen Dank. Ich finde das so krass, man kann mit ein paar Klicks sowas Gutes tun. Das ist heftig. Das ist einfach heftig. Krass, ja. Das ist der echte, Digga. Vielen Dank, Mann. Womit habe ich das verdient, Digga? Guck mal, wie, es ist einfach schön, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Ich hatte letztes Mal auch ein paar Leute in den Kommentaren, die haben so gesagt, dann spende das Geld auch lieber an die Armen. Und dann denke ich mir so, erstens darf ich mir selber aussuchen, was ich mit meinem Geld mache. Und zweitens ist es doch einfach mal schön, auch mal eine direkte Reaktion zu sehen. Wenn du es irgendwo hinspendest, ich bin natürlich voll für Spenden und so, Leute, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass man auch mal jemandem was gibt, wo du die Reaktion einfach sofort bekommst. Weil am Geben ist ja das Schöne, dass man selber ein so schönes Gefühl hat. Deswegen ist Geben auch was so Tolles, weil beide haben ein gutes Gefühl dabei. Das ist einfach eine der schönsten Sachen, jemandem was zu schenken. Also in Blackout und alles, dann findet er meinen Kanal. Danke, Digga, danke. Tja, das war echt Zufall. Danke, Digga. Vielen, vielen Dank, Bruder. Vielen, vielen Dank und Grüße an deinen YouTube-Kanal. Grüße an meinen YouTube-Kanal. Also Leute, ihr habt gesehen, ihr wurdet sogar noch gegrüßt von Milo. Freut mich auf jeden Fall sehr. Guck mal, er kriegt das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Da haben wir was Gutes gemacht, Leute. Da haben wir was Gutes gemacht. Und jetzt haben wir natürlich, es muss auch immer, es müssen beide Geschlechter vertreten sein. Deswegen haben wir auch eine Frau dabei. Und zwar die Wunderkatze 90. Mit ihrer ultralauten Mikrofonqualität. Yeah. Okay, Leute, also, ich habe auf jeden Fall Bock, ihr jetzt auch nochmal was rauszuhauen hier. So, wo kann man denn hier spenden? Zack. Wunderkatze 90. Ein Huni. Your name, Marcel Scorpion. Miau, danke für die Leckerli. Scoops, können wir das überhaupt machen? Ich meine, das ist eine Katze. Ja, er beißt nur ins Kissen. Okay, das heißt wahrscheinlich ja. Schöne Grüße von Scoops und mir. So, und die 100 Euro sind auch raus und jetzt gucken wir mal, wie wird die Reaktion ausfallen. So, jetzt ist es im Chat. Ich frage mich echt, warum wir Leute eigentlich zuschauen. Sie sagt davor noch, ich weiß gar nicht, warum wir Leute überhaupt zuschauen. Und jetzt geben wir 100 Euro. Vielen lieben Dank für. Was? Wir haben die Führung verloren. Okay, sie fangen schon wieder an zu campen. Was? Was? Nein. Was? Oh, das Aim. Nein! Scoops, das kann nicht sein. Was ist passiert? Das ist passiert. Gönn dir. Gönn dir das Hack. Gönn dir das Hack. Also, sie hat auf jeden Fall den Gegner-Spawn nicht bemerkt. Scorpion ist übrigens ein ziemlich großer. Das ist ziemlich großer. Sie kennt mich gar nicht. Sie kennt mich gar nicht, hat keine Ahnung von meiner Existenz. Ja, so wie alle Frauen. Okay. Der hat mir 100 Euro donated. Auf Nacken! Au! Stimmt's? Was ist verkehrt, Alter? Dankeschön, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin... Als ich das letzte Mal einer Frau 100 Euro gegeben habe, habe ich dafür eine Gegenleistung bekommen. Oh! Sorry. Sie hat keine Ahnung, dass ich existiere. Aber ist ja auch egal, wie gesagt, ist egal. Ja, was er gehört, ist ein cooler Deal. Hast du jetzt Arsch gesagt, ich bitte sie. Danke, vielen lieben Dank, ich bin geflasht, ich weiß nicht weiter, ich verkacke jetzt noch mehr. Aber Hardcore
passt gut zu deinem Aim. YouTuber geil, Mann! YouTuber ist geil! Das ist so krass. Drei Leute einfach innerhalb von 10 Minuten glücklich gemacht. Einfach nice. Im Übrigen genau über 10 Minuten sogar, damit das Video, ja, hab ich gesagt, ja gut, das hab ich ja, das muss ich ja auch zurückkriegen, das geht ja nicht. Leute, okay, warte, kommt da noch was? Ich bin konzentriert. Ich hätte echt jetzt? Last Riddick schreibt direkt, da kommt aber noch mehr in den Chat. Digga, natürlich, ich mache noch was locker, du. Ich mache noch was locker. Scoops ist eingeschlafen. Wie süß. Okay, dann mache ich die Verabschiedung etwas leiser. Okay Leute, wenn euch das Video gut gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, würde ich mich drüber freuen. Wenn ich sowas nochmal machen soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video gerne wieder. Bis dahin, haut rein, euer Marcel zu dem Scorpion ist back am Start hier für euch. Das war irgendwie falsch. Bis zum nächsten Mal und...